Wir betrachten den PN-Übergang mal ohne Spannung. Also hierum geht's. PN-Übergang ohne Spannung. PN-Übergang entsteht erst hier. Wir fangen mal hiermit an. Ich habe zwei dotierte Halbleiter, was Dotierung bedeutet, das nochmal hier nachgucken. Das Video wartet hier, dann könnt ihr euch mit diesen Links hier nochmal schlau machen. Und wenn die beiden auseinander sind, also hier noch eine Lücke dazwischen ist, passiert gar nichts. Jetzt bringe ich die aber ganz eng zusammen. Was passiert dann? Dann geht Folgendes los. Dann sagen die Elektronen hier, hurra, hier drüben sind Lücken für uns. Hier habe ich sozusagen positive Ladungen. Das sind relativ nicht so negative Ladungen, so muss man es eigentlich sagen. Und werden natürlich sofort durch den Kristallen durchdiffundieren und in diese Lücken springen. Gucken wir uns das mal an, was das hier oben bedeutet. Nochmal zur Dotierung. Wie gesagt, guckt auf das Video, dann versteht ihr das besser, was jetzt passiert. Also, nochmal zu den Elektronen. Wenn ich hier sozusagen diesen Übergang habe, also hier sind die beiden Kristalle zusammengefügt, hier ungefähr ist er, und ich habe hier Elektronen, dann geht Folgendes los. Durch den Konzentrationsunterschied gibt es eine Diffusion. Dieses Elektron springt von hier nach hier, ist also jetzt auch hier angekommen. Aber was passiert mit dem Elektron? Es hat eine Lücke gerissen. Ach, das lässt sich jetzt schwer malen. Jetzt habe ich was weggelöscht. Aber so, jetzt fehlt hier ein Elektron. Das hieße eigentlich, ist jetzt dieser Teil hier zwischen den Siliziumkristallen, wir nehmen mal Silizium an, ist jetzt plötzlich wieder als Lücke positiv geladen. Das nächste Elektron sagt, hurra, rein da, da ist eine Lücke und reißt seinerseits eine Lücke. Dürfte sich einsehen lassen, also das Elektron, hurra, hier rein, durch Diffusion und Konzentrationsunterschied, hier war eine Lücke, jetzt reißt es hier eine Lücke. So, jetzt lassen wir es mal an der Stelle, nehmen wir an, hier sei noch eine Lücke. Nee, noch nicht. Hier sei noch ein Elektron, das könnte man jetzt so weitermalen. Und wie sieht denn das aus? Die eine Lücke ist erst hier neu entstanden und erst dann hier neu entstanden. Das scheint so, als wenn die Lücken wandern, als wenn positiver Ladungstransport entstünde. So sieht das aus, weil die Lücken immer wieder neu aufgefüllt werden, aufgefüllt werden. Na, dann machen wir es noch perfekt hier. Das letzte Elektron noch. Das wandert also hierhin und reißt hier eine neue Lücke, weil es hier fehlt. Ich hoffe, dass diese positive Leitung, die ja eigentlich gar keine echte ist, sondern es ist eine echte Elektronenleitung. Also Ladungsträger sind Elektronen, nicht die Lücken. Aber dass dieser Begriff auch ein bisschen besser geklärt ist. Das brauchen wir dann später nochmal, wenn es dann um die Dioden und Transistoren und so weiter geht. So, das war jetzt der Zustand ohne Spannung. Jetzt sind die Lücken entstanden und es geht wieder zurück. Jetzt wird es noch ein bisschen spannender. Es entsteht auch ein elektrisches Potenzial durch solche Wanderbewegungen. Müsste eigentlich logisch sein. Wenn hier, betrachten wir uns das sozusagen mikroskopisch, hier nur diese Zone von hier bis hier. Jetzt habe ich hier eine Spannung und jetzt die Zone ist auch nicht viel breiter geworden. Und jetzt habe ich sozusagen eine Rückwärtsspannung. Und wenn sich das im Gleichgewicht befindet, das heißt, wenn die Kraft, die einerseits durch Diffusion bewirkt wird und die Kraft, die das neue kleine elektrische Feld neu hergestellt hat, wenn die Kräfte sich aufgehoben haben, dann ist hier sozusagen Ruhe. Dann findet hier zwar noch ständig eine Wanderbewegung hin und her von Elektronen in die Lücken und wieder zurück und so weiter statt, aber das heißt, es ist sozusagen ein Ausgleich da, ohne äußere Spannung, wohlgemerkt. Es gibt also, und man sagt auch zu elektrischem Strom, Drift von Elektronen. Rekombination, das Wort müssen wir noch ein kleines bisschen klären. Rekombination zum Bendermodell heißt eigentlich bloß, dass ein Elektron aus dem Leitungsband wieder zurück in das Valenzband wandert unter Energieabgabe. Rekombination kann man sich aber auch so vorstellen, wenn ich jetzt hier ganz viele Elektronen habe, und zwar einen richtig hohen Elektronenüberschuss, ganz viel. Ja, dann werden die Lücken hier besetzt, dann ist gut. Und die nächsten, die nachkommen, hinterlassen gar keine richtigen Lücken mehr. Denn alle Lücken, die noch irgendwie hier entstehen würden, werden durch diese Elektronen hier voll besetzt und dann ist hier in Ordnung. So kann man sich Rekombination auch vorstellen. So, dann hoffe ich mal, dass das bis dahin geht. Wir machen dann weiter mit dem PN-Übergang mit Spannung, mit äußerer Spannung. Also wenn ich hier und hier eine Spannung anlege. Und jetzt ist es nicht egal, ob plus mal hier,
beziehungsweise auf der anderen Seite ist. Das ist überhaupt nicht egal. Wir werden nämlich sehen, was die Dotierung dann bewirkt und was da überhaupt passiert. Gut, also den Link dazu gibt es jetzt hier zum Schluss und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Bis dann. Tschüss.